Meine Freunde, die Informationen, die ihr gleich erhalten werdet, sind die wichtigsten all meiner jahrelangen Nachforschungen. Es ist offensichtlich und dennoch blieb es unerkannt. Die ganze Zeit. Dies ist das ultimative Geheimnis und wird nun ans Licht gebracht. Ich habe hunderte Dokumente, Textbücher und Gesetzesvorlagen der Regierung, in welchen die Elite der westlichen Welt seit 80 Jahren darüber reden, wie Lebensmittel und Wasser verändert werden muss, um die Bevölkerung erkranken zu lassen und zu sterilisieren, im Sinne der Eugenik. Dies ist alles im Buch Ecoscience festgehalten, welches vom Wissenschaftsberater John P. Holdren geschrieben wurde. Sie reden dort über einen weltweiten Polizeistaat, um die Zwangssterilisation durchzuführen. Sie reden auch über heimliche Zusatzstoffe im Wasser und in Lebensmitteln, um die Bevölkerung zu sterilisieren. Und das wurde vor Jahrzehnten schon geschrieben, bevor er im Weißen Haus Wissenschaftsberater war. Und jetzt sind auf einmal die Themen dieses Buches überall in den Nachrichten. Sie verkaufen es der Öffentlichkeit, als ob es eine gute Sache wäre. Du siehst hier vor dir, was eine durchschnittliche Person im Laden einkaufen würde. Nicht alles hier ist schlecht für dich, aber vieles davon beinhaltet Gemische oder künstliche Chemikalien, die zugefügt wurden, die extrem giftig und extrem schlecht für deine Gesundheit sind. Und sie wussten das die ganze Zeit und haben diese seit Jahren zugelassen. Lasst uns anfangen mit Aspartam. Du kannst mittlerweile nicht mehr in einen Lebensmittelladen gehen und irgendeinen Kaugummi kaufen, dem nicht Aspartam zugefügt wurde. In den 70ern versuchte die Firma Searle, Aspartam zuzulassen, aber sie schafften es nicht. Sie probierten es dreimal, weil in ihren eigenen Studien mit Affen ein großer Teil dieser, die damit gefüttert wurden, starben oder an Krebs erkranken. Jetzt finden wir Artikel in den Mainstream-Medien und auch eine bedeutende Studie der EU, die das Gleiche besagt. Weniger Gewicht bei Neugeborenen, Frühgeburten und sogar Fehlgeburten. Von Frauen, die aspartamhaltige Getränke trinken, wie zum Beispiel Coke Zero. Was ist Aspartam? Es ist die Fäkalie des E. coli-Bakteriums. Dieses wurde genetisch manipuliert. Sie fütterten es mit toxischen Abfallprodukten, worauf das Bakterium dann Aspartam ausschied. Und es hat so viele schlechte Einflüsse auf die Gesundheit, es ist einfach unbeschreiblich. Verursacht Aspartam Gehirnkrebs? Verbraucherschutz. Aspartam verursacht Gehirnkrämpfe. Süßstoff in Verbindung gebracht mit Leukämie. Sicherheit von künstlichen Süßstoff in Frage gestellt. Aspartam Nebenwirkungen. Augen, Ohren, Nervensystem, Brust, Stoffwechsel und vieles mehr. Dies wurde geplant. Es ist außerdem sehr süchtig machend. Aber lasst uns weitermachen und weggehen von Aspartam und über McDonald's reden und Chicken McNuggets. Nun, ich erinnere mich daran, dass ich vor circa einem Jahrzehnt Gesundheitsberatungen gelesen habe, die behaupten, dass eine Art von Plastik, welches für Knetmasse benutzt wird, im Grunde genommen eine Art Silikon, in Chicken McNuggets gefunden wurde. Aber auch in vielen anderen TV-Dinners und viel mehr. Es ist illegal, in jedem anderen Land auf der Welt diese Chemikalien zum Essen hinzuzufügen, aber nicht in den USA. Das größte Geheimnis ist, all das wurde vom Verbraucherschutz FDA geplant. Schau dir die ganzen Medikamente an, die sie zuließen. Und es dann später rauskam, dass sie diese zugelassen haben, obwohl sie wussten, dass diese die Ursachen von Herzinfarkt und Krebs sind. In den Nürnberger Prozessen kam heraus, dass die Nazis Natriumfluorid zur Wasserversorgung in den Arbeits- und Todeslagern hinzufügten, um die Bevölkerung fügsamer und kontrollierbarer zu machen. Es gab bereits hunderte Universitätsstudien, bevor Hitler überhaupt erst an die Macht kam. Dies ist eine Form von Zwangsmedikation. Sie geben zu, dass nur ein Millionstel Anteil an Natriumfluorid die Chance auf Knochenkrebs bei Knaben und Männern verdoppelt. Nachdem die Öffentlichkeit in den letzten Jahrzehnten darüber mehr erfuhr, antwortete die Regierung und Industrie damit, dass sie es nicht nur in Wasser tun, sondern es tausenden von Produkten hinzufügen, wie zum Beispiel Babywasser, das mit deren Muttermilchersatz oder deren Müsli vermischt wird. Sie fingen an, 900 Teile pro Million Fluorid Dingen wie pulverisierten Eiern hinzuzufügen. Es verursacht Verminderung des Intelligenzquotienten, es steigert die Sterilität oder Unfruchtbarkeit und es ist in so vielen täglichen Grundnahrungsmitteln hinzugefügt, die wir konsumieren.
Wir kommen gleich zurück zu den Lebensmittelzusätzen. Aber zunächst möchte ich auf genetisch veränderte Organismen hinweisen. Hast du gewusst, dass die Amerikaner für viele Jahre geklontes Rind- und Schweinefleisch gegessen haben? Und jetzt machen sie das gleiche bei anderen Fleischsorten. Betrachten wir zuerst einmal Lachs. Bedeutende Universitätsstudien haben eindeutig bewiesen, dass die Art genetisch veränderter Lachs, welche eigentlich eine gekreuzte Spezies ist, mit anderen tierischen Genen vermischt wurde. Wenn dieser Fisch mit wildem, natürlichen Lachs vermischt wird, ist der natürliche Lachs innerhalb von 40 Generationen ausgestorben. Und der Verbraucherschutz, FDA, hat dies genehmigt. Und sie werden die Aussetzung in der Natur erlauben. Es ist nicht einmal ein Lachs. Es ist eine Kreuzspezies Chimäre. Es ist eine Mischung wie etwas aus einem Albtraum von der Insel.